von Frogs and Frolics und ich zeige euch hier, wie man einen Ärmelaufschlag näht, der so ein bisschen aussieht wie die Hemdchen von James Dean oder was die Mädels gerne in den 50ern getragen haben. Also super süß. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Besatz. Du kannst dir selber ein Besatzschnittmuster machen, wenn du jetzt nicht nach diesem Schnittmuster arbeitest. Die längere Seite, die wollen wir erstmal umbügeln. Ein Zentimeter oder gerade drunter, das spielt jetzt keine große Rolle. Und dann wird die Naht geschlossen. Und dafür haben wir auch wieder, wie bei allen meinen Schnittmustern, eine Nahtzugabe von einem Zentimeter. Wenn ich jetzt ein Bügelbrettchen hätte, so ein Ärmelbügelbrettchen, meins ging kaputt, das neue war noch nicht da, dann würde ich natürlich die Naht auseinanderbügeln. Hier mache ich es einfach nur mit meinen Fingern und mein Besatz wird jetzt rechts auf den Ärmel gesteckt. Und dann strecke ich das zu dem weitesten Ende hinweg und dann wird es einfach rundherum angesteckt. Es ist nicht weiter schwer. Wer jetzt zum ersten Mal hier eingeschaltet ist, der wird vielleicht den Rest der Serie auch sehen wollen und das kannst du tun auf academy.foxandfrolics.com. Da gibt es alle Videos in dem Kurs The Cool Shirt und es ist alles natürlich auch auf Deutsch und auch die Anleitung im Schnittmuster ist auf Deutsch und die Beschriftung ist auf Deutsch. So, jetzt muss ich es erstmal wenden, damit wir immer von innen nähen. Das ist ganz wichtig. Denn gerade bei so kleinen Sachen, da kann man es oft nicht auf den Nähmaschinenarm raufbekommen. Es ist eben viel zu schmal und da ist wichtig, immer von der Innenseite her zu nähen. Und dann nähen wir einmal rundherum. Nicht vergessen zu verriegeln. Und jetzt können wir das Ganze rausziehen und wie gesagt, wenn ich jetzt mein Bügelbrettchen hier hätte, wo es raufpasst, dann hätte ich jetzt die Naht auseinandergebügelt. Hier mache ich es so, dass ich einfach nur den Besatz und das Ärmelchen zwischen meinen Fingern so ein bisschen rolle, sodass die Naht richtig rauskommt und rausgearbeitet wird. Und das geht natürlich auch und vor allem, ich musste nicht aufstehen, um ans Bügelbrett zu laufen. Und dann stecke ich mir das fest rundherum. Da kannst du die Stecknadeln horizontal einstecken oder vertikal, das spielt jetzt keine Rolle. Ich mache es immer anders, ist völlig nebensächlich. Hauptsache, die Naht ist gut herausgearbeitet oben und jetzt wollen wir dann einmal hier rundherum knappkantig absteppen. Also wende ich meinen Ärmel wieder, sodass die Nadeln innen liegen und ich kann jetzt hier drüber nähen, auch wieder schön knappkantig. Dabei ist es relativ egal, wo du anfängst. Denn das sieht man nachher sowieso nicht, da wir ja den Ärmelaufschlag haben. Also ganz knappkantig. Einmal rundherum, Stichlänge 2,5 oder 3. Und dann kommt der große Moment, in dem wir das Ganze... wenden können. Also es ist wirklich eine richtig schöne Sache. Und zwar hatte ich so vor 20 Jahren einen Brautladen und da hat mir eine von den Damen, die für mich gearbeitet haben, diesen Trick gezeigt und seitdem habe ich den natürlich immer wieder gemacht. Ist echt super. So, jetzt wird das Ganze umgeschlagen und ich mache es so, dass ich einen Zentimeter stehen lasse zur Innenseite. Du kannst natürlich das auch komplett rumfalten, es ist ein bisschen breiter, das gucken wir uns auch gleich an, aber so finde ich es eigentlich richtig, richtig schön. Oder eben ganz runtergezogen geht auch, dann ist es etwas breiter. Also ich finde beides schön, aber wie gesagt, für mich ist die schmalere Version jetzt einmal. Also habe ich meins wieder hochgeschoben ein bisschen und dann wird das Ganze erst einmal gebügelt, sodass es nirgendwo hin kann und dann werden wir im Nahtschatten den Besatz und die Unterarmnaht aufeinander nähen und dadurch kann es dann auch sich nicht verschieben oder so. Das ist also relativ schön. Dann sieht es wirklich super aus. So, jetzt kannst du hier sehen, wo ich im Nahtschatten nähen muss. Gerade runter. Wieder unter die Nähmaschine, natürlich nichts mitfassen unten runter. Und das war's dann auch. Wir müssen jetzt nur noch die Knopflöcher machen und wer die ganze Serie sehen will, der kann das natürlich auf academy.foxandfrolics.com machen. Der Link dazu ist in der Infobox und ich hoffe, ich kann dich bald in der Akademie begrüßen. Tschüss!